So, ich habe so das Gefühl, dass ich noch ein Part brauchen werde. Aber erstmal egal. Kümmern wir uns jetzt um den Punkt da unten. Und dann um das da. So wie ich das sehe, hat der hier Geschütze. Das gilt erstmal aufzureiben. Bombardement. So wie es halt gehört. Artillerie kann man eigentlich noch halbwegs gut entkommen, wenn man die Panzer in Bewegung lässt. Weil er kann sie auch nur einsetzen, wenn man wenn man gesehen wird. Sprich, wenn der Feind weiß, dass wo wir sind, dann wird unsere die Artillerie immer hinschicken. Jetzt sieht uns keiner, also schweigend auch die Artillerie. So ein kleiner Tipp. So, der Punkt sieht ziemlich unbemannt aus. So, mal sehen. Haben wir hier so Schönes? Okay, Artillerie haben wir jetzt nicht gesehen, aber da schießt es trotzdem was. Ah, hier, da sind sie. Okay. Das ist ein Panzer da unten zum Verteidigen. Und danach kommen wir zu unserem letzten Ziel, nämlich das da. Nachdem wir die Insel oben erobert haben. Also die Halbinsel, um genau zu sein. Haben wir genug Fahrzeuge. Knipsen dann erstmal die Artillerie da aus. Haben wir schon die größten Panzerabwehrkanonen ausgeschaltet durch unsere Bomberverbände. Und die Gräben sollten es eigentlich nicht aufhalten können. Was nicht heißt, dass wir hier ohne Verluste durchkommen. Ah, okay. Ja, komm, überrennen wir sie, machen erstmal die schweren Geschütze kaputt. Weil die Artillerie schießt ja immer noch auf uns. Oh, eine schwere Haubitze. Interessant. Schießt sie dem ab? Oh. So unfähig, ey. Geht doch. Dafür habe ich so viele Panzer geopfert. Naja. Einer weg. Das ist der zweite. So. Geschütz müsste ja auch noch sein. Jawohl, wusste ich doch. Oh, Panzer. Sie sind zum Glück kein Problem, weil die dann leicht sind. Aber trotzdem. Schwer sind sie. Das ist nicht zu unterschätzen. So, die Position haben wir. Damit ist auch diese Mission zu erfüllt. Und jetzt halt nur noch eins, nämlich den Punkt da oben besetzen. So, den Graben haben wir mal kaputt. Dann gehen wir zurück zum Hügel. Und gucken dann mal, was wir mit unserem Bötchen so anfangen können. Da kommt den einen da. Okay, down. So. Jetzt bin ich mal überlegen. Ah, ich setze einfach Super Fortress ein. Einfach drauf. So, Bötchen, los geht's. Mit dem können wir recht viel Schaden anrichten, deswegen haben wir noch bekommen. Wenn das unser Verbündeter schickt hier immer wieder Truppen hin. Zum Beispiel, das kennen wir ja schon. Tun wir hier ein bisschen für Tumult sorgen und einfach die Stellung ein bisschen schwächen. Je nachdem, wo wir angreifen und damit unseren Panzer durchbrechen wollen, ist es dann leichter durchzukommen. So. Nachzügler. Mögen wir natürlich nicht. Gut, hier schon alles gesäubert. Hier ist unser Verbündeter. Er könnte jetzt eigentlich mit seinen Truppen könnte er den Angriff durchsetzen, aber irgendwie hat er darauf keine Lust. Auf jeden Fall hier unten in der Ecke ist auch was ganz Interessantes. Es lohnt sich mal hinzufahren. Hier sieht er ja gerade wieder einer ein, so ein Sack. Fahrt mal hier bis hier hinten in die Ecke hin und guck mal, Artillerie.
Auch wenn es einer alleine ist. Es ist eine Artillerie. So, wenn es gut läuft, dann schaffe ich es doch noch in diesem Part. Das sieht da schon ziemlich leer aus. Artillerie ist auch, habe ich auch erwischt. Die Hauptverteidigung kann ich leider nicht sehen. Oder sehe ich die? Nö. Die scheint auch nichts zu sein. Oh. Wachturm nicht vergessen. Das war's schon? Oh, interessant. Okay. Okay, doch schneller als ich dachte. Ich habe jetzt gedacht, ich hänge noch ein bisschen irgendwo. Dann war das doch nicht so interessant. Ja, dann gibt es noch eins zu sagen. Nochmal ein schweres Bombardement, einfach so dahin. Ah, ein Panzergegenangriff. Noch einen kleinen Panzerkampf führen. So. Ah, ich glaube, das hier ist auch ein Geheimziel. Haben schon lange keins mehr gemacht. Weil ich vor allem in der Schlacht von Leche keine Ahnung habe, was jetzt hier was ist. Ob es Geheimziele gibt oder nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht alles, aber das weiß ich. Das hier unten. Wir haben ja genug Zeit. Können wir so nebenbei machen. So, mal gucken. Ah, das sieht schon leer aus. Das sieht ja schon sehr leer aus. So, dann war hier ein Haufen Stellung. Das reimen wir auch mal auf. Ja, ein bisschen Erfahrung gewinnen, warum nicht? So, das bisschen schneide ich raus. Ich musste essen gehen und meine Katze hat gekotzt. Und ja, gehört halt mit dazu. Ist eklig, aber was will man machen? So, dann räumen wir jetzt hier mal auf und geben den japanischen Truppen, die hier gerade verpissen wollen, den Rest. Und Geheimziel, unterbrechen Sie die Evakuierung. Oder wie jetzt die Türpitz sagen würde, das war gar kein Geheimziel. Es ist mir eigentlich total scheißegal, ob es ein Geheimziel ist oder nicht. Für mich ist es eins, weil es auf der Karte nicht angezeigt wird. So. Och, look, ich hab voll viel Zeit, das schaffe ich noch in diesem Part locker. Ah, noch ein paar Panzer. Lol, einfach eiskalten Schirm abgeschossen. So. Ich glaube, das war's. Dann gucken wir uns noch das hier oben an. Das sieht nämlich auch ein bisschen verdächtig aus. Aha. Nix. Gut, dann ist da doch nix. Sah nur so verdächtig aus. Dann nehmen wir jetzt den Punkt ein und beenden dann die Mission. So. Mann, die Überreste. Ach, brauchen wir gar nicht Platz zu machen. Oh, ein Panzer. Der muss natürlich down gehen, weil er zu nah an dem Punkt sitzt. Nichito. So. Dann noch in dem Rathaus. Das soll ein Rathaus sein. Für mich sieht das aus wie eine Lehmhütte. Aber egal. Egal. So. Die auch noch alle töten. Dann haben wir's. Jo. Das war's. Geschafft. So, ich hoffe jetzt, der Sound ist jetzt laut genug, weil ich habe ihn jetzt ein bisschen runtergestellt, weil er mal zu laut war. Ja. Wir kriegen erstmal eine Medaille. Nämlich, sie haben den Orden für Feldzug in Europa, Afrika und Mittleren Osten
wofür haben wir bitte schon den bekommen? Wir waren weder in Europa, Afrika noch dem Mittleren Osten. Na ja, in diesem Feldzug teilgenommen haben wir wohl nicht. Komisch. Naja, dann schaut mal, was wir jetzt machen müssen und dann seht ihr auch, was dieses letzte Kapitel der Amerikaner ist. Keiner hat es richtig erraten. Mal sehen, was es eigentlich ist. 1944 verbuchen die Amerikaner gute Fortschritte an beiden Fronten. Im Pazifik wird das strategisch wichtige Iwo Jima eingenommen. Während in Europa nach der erfolgreichen Landung in der Normandie die Befreiung Frankreichs kurz bevorsteht. Im Osten zerschlägt die Rote Armee erfolgreich die Heeresgruppe Mitte und öffnet sich so den Weg nach Berlin. Der Druck des Zweifrontenkrieges treibt das deutsche Oberkommando zur letzten Offensive. Sie kommt nach kurzer Zeit mangels Treibstoff zum Erliegen und wird von den Amerikanern erfolgreich zerschlagen. Der Krieg verlagert sich nun immer mehr in das Gebiet des Deutschen Reiches. Die Sowjetarmee befindet sich nach der Befreiung Polens jetzt vor den Toren Berlins. Nun ist es für sie an der Zeit, den Aggressor in seiner Höhle auszumerzen, während die Amerikaner das strategisch wichtige Ruhrgebiet erobern. Ja, das müssen wir nehmen, das Ruhrgebiet, den Ruhrkessel, wo die Heeresgruppe B eingekreist wurde. Und dann lesen wir mal. In Europa legen General Pattons Einheiten regelmäßig unter Tapferkeit im Kampf an den Tag, die unterrichtet ist. Dies gilt auch für die Langstreckenflugzeuge, deren Piloten beim Einsatz stets ihr Leben aufs Spiel setzen. Deshalb sind diese Flugzeuge mittlerweile die gefürchtete Waffe der europäischen Schlachtfelder. Während dieser Operation hat der Truppenteil Bomber das, ja, halt den Bonus. So, das hier noch zum, für euch zum Lesen. So, dann wollen wir mal sehen, wie es mit unseren Einheiten so ausschaut. Die Zeit kann ich mir noch locker nehmen. Ah, Langstreckenartillerie hat einiges dazu bekommen. Sturmgeschütze, weniger. Jagdpanzer, immerhin ein Level. Leichte Panzer, aber 1000 voll Abschüsse. Nicht ganz. Schade eigentlich. Okay, und Bomber müssen... Jawohl, haben jetzt Major, sehr schön. Das heißt, sie haben Überleben. Ja, wir haben... 6 Missionen diesmal sogar. Und dann die ganz große. Wir müssen 4 machen, um das abschließen zu können. Und das sind nicht einfache Missionen. 2 zum Halten und 4 zum Angreifen. Wir kämpfen halt gegen die Deutschen. Es gibt aber auch ein paar einfache. Und ja. Ah, hier haben wir schon den Truppentyp schwerer Panzer. Den können wir damit endlich mal eröffnen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, hier gibt es noch Raketenartillerie und diese letzte Infanterie, die gibt es bei den Amerikanern irgendwie gar nicht. Ja, Schlacht um den Ruhrpott wird dann die letzte Mission der Alliierten sein. Ihr seht, die beiden können wir noch dazu holen, das nicht mehr. Und danach werden wir die Deutschen spielen, wenn wir das hier durch haben. Aber erstmal die 6 Missionen da machen. Ja, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!